ist Mittagszeit. Warum macht die Baustelle jetzt ihre Presslufthammer an? Oh. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten vier Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ihr wisst Bescheid, ich blende sie wie immer hier nochmal mit ein. Wenn ihr irgendwo hinspringen wollt, dann klickt einfach drauf. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir wie immer mit diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Wie immer bekommt ihr die Bücher von mir in der Reihenfolge, wie ich sie auch gelesen habe. Und damit fangen wir heute an mit Rockkiss Band 3, Ich will alles von dir. Von Nalini Singh, das ist der dritte Teil der Rockkiss-Reihe. Ein Teil kommt jetzt noch. Und ja, ich habe dieses Buch gelesen, nachdem ich ja Battle Island gelesen hatte und das ja nicht ganz so mein Fall war, habe ich dann ein Buch gebraucht, wo ich wusste, dass es mir gefällt und wo ich wusste, ich kriege mal wieder so einen Leseaufschwung, weil ich war echt kurz vor einer Leseflaute nach Battle Island. Und in diesem Buch geht es um Noah St. Jones und Kit Divine. Und Noah und Kit kennt man natürlich aus den vorherigen Bänden schon und ich habe mich auf diese Geschichte von den beiden wahnsinnig doll gefreut. Es geht hier darum, dass Kit eine angehende berühmte Schauspielerin ist, also sie hat schon einen bestimmten Bekanntheitsgrad und ist schon seit langer Zeit mit der Band Schoolboy Cher, heißt sie, glaube ich, um die es in dieser Reihe geht, befreundet. Und sie kannten sich halt alle schon, wo sie alle noch ein Niemand waren, sondern quasi zusammen berühmt geworden. Und solange wie die schon befreundet sind, die Band und sie, solange ist zwischen ihr und Noah schon immer so eine gewisse Spannung gewesen. Und es gab dann eine Zeit, da war sie Noah sehr nah und da waren sie beste Freunde und sie hat sich ihm sehr verbunden gefühlt und ja, sie hat halt auch auf mehr gehofft zwischen den beiden und ja, Noah hat aber ihre ganze Hoffnung zerschmettert, ihr das Herz gebrochen, ihr rausgerissen quasi und von dem Tag an war zwischen den beiden mehr oder weniger Funkstille. Noah hat so immer wieder versucht, die Freundschaft aufzubauen, aber das hat immer nicht so richtig funktioniert. Und ja, so Kit hat das dann immer alles abgeblockt, was man verstehen kann. Also ich meine, was der mit der gemacht hat, Alter. Naja, nee, ist nicht cool. Auf jeden Fall kommt es dann so, dass eines schicksalhaften Tages Noah die Hilfe von Kit ganz dringend braucht und sie natürlich zur Hilfe eilt. Und ja, von dem Tag an kommen die beiden sich dann irgendwie näher und die Frage stellt sich dann, gibt es zwischen den beiden eine reelle Chance? Denn jeder von den beiden hat so mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen und Kit hofft immer heimlich noch auf die Beziehung zu Noah, was aber irgendwie nicht zu gelingen scheint, denn es ist bei Noah so, dass er nie eine Beziehung führen wollte, er ist dazu nicht fähig und wieso, weshalb, warum, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Und ich mochte die Geschichte total gern, ich mochte Kit als Protagonistin unheimlich gern, sie war mir super sympathisch und auch Noah hat am Anfang immer so eine ein bisschen distanzierte Art gehabt und da wusste ich nicht so recht, was ich von ihm halten soll. Aber je mehr sich die Geschichte entwickelt und je mehr man hinter sein Geheimnis kommt, umso mehr versteht man das Ganze dann auch. Und ja, ach, es war eine wunderschöne Nalini Singh-Geschichte. Ich muss ja immer wieder sagen, der erste Teil dieser Reihe war absolut nicht mein Fall. Das war irgendwie zu wenig Handlung, zu viel, naja, ihr wisst schon. Und Band 2 hat mir ja mega gut gefallen und auch der dritte Band hat mir richtig gut gefallen. Ich war auch wahnsinnig schnell mit dem Buch fertig. Ich habe abends angefangen und nächsten Nachmittag oder so war ich fertig. Also, es ist ein wunderschönes Buch und ich liebe es. Ich liebe die Charaktere und ich liebe die Story. Und vom Schreibstil von Nalini Singh brauche ich, glaube ich, auch gar nichts mehr sagen. Das kennt ihr jetzt zur Genüge, glaube ich, von der Gestaltenwandlerreihe. Und ja, I like it, I love it. Und ich kann euch dieses Buch auch wieder nur empfehlen. Nachdem ich dann Rockkiss 3 beendet hatte, hatte ich auch wieder so mein Leseflow, sag ich mal. Dann war ich wieder so im Fluss und habe danach als nächstes, Moment, wo ist das? Hier, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gelesen. Das war ja mein Harry Potter Buch für diesen Monat. Und auch hier muss ich sagen, dass mir der dritte Band sehr gut gefallen hat. Ich muss sagen, der hat mir von allen bisher am besten gefallen. Einfach weil der am spannungsreichsten war und ja, ich mochte ihn einfach von allen am meisten. Punkt. Zur Geschichte brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Es geht um das dritte Schuljahr von Harry und es geht darum, dass es dieses Mal so ist, dass ein Gefangener aus Azkaban ausgebrochen ist und der immer noch auf freiem Fuß ist nach wochenlanger Suche und so an die Zaubererschule Hogwarts die Wächter von Azkaban geschickt werden, die Dementoren. Und ja, dann geht es halt natürlich darum, den Gefangenen zu finden. Und es stellt sich auch hier die Frage, was hat das Ganze mit Harry zu tun?
Mehr brauche ich zum Inhalt, glaube ich, nicht sagen. Ich denke, die meisten von euch werden das Buch oder den Film kennen. Ich hatte ja gesagt, dass ich den dritten Film sehr, sehr gerne mochte. Es war einer meiner Lieblingsfilme von den Harry Potter Filmen. Und auch das Buch konnte mich da voll und ganz überzeugen. Ich mochte den Schreibstil. Er ist ja so Kinder-Jugendbuch einfach, locker, leicht. Und ja, ich mochte die Handlung auch total gerne. Hier waren schon einige Sachen drin, die im Film anders waren oder nicht erklärt wurden, wo man sich dann dachte, ah, okay, deswegen ist das so, das ergibt jetzt alles irgendwie mehr Sinn. Und ja, ich mochte den dritten Teil von Harry Potter auch wieder total gern. Und naja, kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, weil ich brauche, glaube ich, zum Worldbuilding an den ganzen Krams eigentlich nie irgendwas sagen, weil ja jedes Kind kennt Harry Potter. Also von daher, ich mochte den dritten Harry Potter Teil wieder sehr, sehr gern und ich freue mich jetzt auf den vierten. Der ist ja nun schon ein wenig dicker als die ersten drei und ja, ich bin gespannt auf das magische Triumvirat und wie sich das Ganze da so gestaltet. Kommen wir nun zu einem Buch, was ich als Rezensionsexemplar bekommen habe, das muss ich dazu sagen. Und ich habe mich aber schon wahnsinnig auf dieses Buch gefreut, und zwar Angel Fall von Susan E. Das ist der erste Teil Nacht ohne Morgen und das gab es ja schon mal in der alten Auflage. Dann ist es ja da nicht weiter übersetzt worden, was ich sehr, sehr traurig fand und deswegen habe ich es auch nie gelesen, obwohl es mich immer angesprochen hat. Und deswegen war ich jetzt so froh, als die Sina damals ein Video dazu gemacht hat, dass es jetzt nochmal neu aufgelegt wird. Und ja, habe es dann beim Verlag angefragt und habe es netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und was soll ich sagen, dieses Buch war grandios. Es war so genial. Es war so gut. Es hat mir so wahnsinnig gut gefallen. In diesem Buch geht es um Penryn und Penryn lebt in einer postapokalyptischen Welt, in der Engel vom Himmel gestürzt sind und die ganze Welt vernichtet haben quasi. Und allein dieser Ansatz, den fand ich schon richtig, richtig gut, dass Engel hier nicht die Guten sind, die von Gott gesandt werden, um die Menschheit zu beschützen, sondern dass Engel hier die Bösen sind, die gekommen sind, um die Menschheit zu zerstören. Auf jeden Fall lebt Penryn in dieser postapokalyptischen Welt mit ihrer kleinen Schwester Paige und ihrer Mutter. Und eines Tages ist es so, dass die drei nicht länger in ihrer kleinen Wohnung bleiben können. Sie können sich dort nicht länger verstecken, denn die Lebensmittelvorräte werden knapp und immer mehr Banden ziehen durch die Stadt und ja, nehmen die Gebäude aus und plündern alles und deswegen wollen die drei dort weg. Was alles ein bisschen schwierig ist, denn Paige sitzt im Rollstuhl, was auch der Grund ist, warum sie noch nicht geflohen sind. Und ja, jetzt ist es aber soweit, sie wollen flüchten und auf der Flucht, so ziemlich am Anfang dann gleich, ist es so, dass dann auf einmal Engel vom Himmel fallen und Penryn und ihre Familie dann einen Engelskampf quasi mit hineingezogen wird, was sie ja gar nicht wollten. Die Mutter schafft es dann noch zu fliehen und Paige zunächst auch und Penryn sieht ihre einzige Chance auf Überleben, dem einen Engel zu helfen, auf den die anderen sich gestürzt haben, und das tut sie dann auch und der Engel schafft es dann auch, die anderen zu vertreiben und Penryn sieht dann aber, wie ihre Schwester, die gerade auf der Flucht ist, von dem einen Engel noch entführt wird. Und damit beginnt die ganze Misere eigentlich, denn nun ist die Frage, wo ist Paige, also Penryns kleine Schwester, hin und was passiert mit ihr und überlebt sie überhaupt? Und ja, die einzige Chance, das herauszufinden, ist, den verletzten Engel, den sie geholfen hat, zu helfen, zu überleben und alles Mögliche aus ihm rauszuquetschen. Und so entsteht eine eher nicht gewollte Allianz zwischen den beiden und ja, Penryn versucht, ihre Schwester zu finden. Das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Mehr möchte ich zum Inhalt auch gar nicht verraten. Ich muss nur sagen, ich mochte diese Geschichte unheimlich gern. Ich fand Penryn als Protagonistin richtig, richtig gut. Ich mochte Raffe total gern und ja, die ganze Story hat mich einfach vom ersten Moment an total gefesselt und gebannt und es war so cool. Ich habe das nur so durchgelesen, durchgesuchtet und dann dachte ich so, oh mein Gott, und je weiter die Geschichte fortschreitet, umso spannender wurde es und auch umso grausiger wurde es. Also ich muss sagen, das Ende hat mir schon sehr schockiert. Ich habe kein Problem damit, wenn Bücher gewalttätiger sind als jetzt so ein Jugendbuch oder so, wo Gewalt, was weiß ich, Tribute von Panen, nehmen wir das mal als Vergleich, wo am Anfang bei den Hungerspielen, die sich ja auch gegenseitig abmetzeln, wo das ja aber von den Umschreibungen her noch recht harmlos ist. Ich habe kein Problem damit, wenn das Ganze mal ein bisschen schärfer ist und von der Gewalt auch her mal ein bisschen schlimmer ist, so, naja, ich möchte jetzt nicht sagen Game of Thrones, das wäre zu viel, aber ich habe damit im Prinzip kein Problem. Aber was halt so für mich immer wieder schockierend ist, wenn da irgendwas mit Kindern ist, also wenn an Kindern Experimente gemacht werden oder wenn Kinder brutal misshandelt werden oder irgendwas ist, also da ist es bei mir immer so, da hört es bei mir auf. Und das war in diesem Buch für mich wirklich sehr, sehr grenzwertig am Ende, muss ich sagen, so für meine Verhältnisse, aber ich bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht, gerade aufgrund der Sachen, die am Ende noch passiert sind, auch mit den Kindern.
Bin ich echt gespannt, was da im zweiten Teil dann kommt. Der kommt ja dann nächstes Jahr März, Mai, irgendwie so kommt der dann raus und den will ich auch auf jeden Fall lesen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Um das Ganze jetzt mal auf den Punkt zu bringen, Angel Fall ist in dem Sinne kein typisches Jugendbuch. Ich würde es dann erst in Richtung Erwachsenenroman erzählen, was die Stimmung in diesem Buch anbelangt und den Spannungsbogen und auch ein bisschen die Brutalität dann am Ende. Aber ich mochte es total gern, mir hat es richtig gut gefallen. Ich finde auch das Cover unheimlich cool. Es gefällt mir auch viel, viel besser als das alte Cover. Und ich mag dieses Buch unglaublich gern. Zum Worldbuilding kann ich eigentlich auch nichts weiter sagen. Wir befinden uns hier in unserer Welt, in einer postapokalyptischen Szenerie. Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwo gesehen oder gelesen und kann sich das auch ganz gut vorstellen, wenn Städte zerstört und in Trümmern liegen und die Menschheit kurz vorm Aussterben ist. Zum Schreibstil her kann ich auch nur sagen, dass ich den richtig, richtig gut fand. Er war jetzt nicht so ein typischer Jugendbuch-Schreibstil, deswegen meine ich, es geht schon mehr so in Richtung Erwachsenenroman. Er war jetzt nicht so locker leicht, dass er so einfach von der Hand ging, aber er hat sich trotzdem gut lesen lassen und man kam sehr flüssig durch das Buch. Das muss ich dazu auch sagen, es hat mir auch richtig gut gefallen und ja, die Story fand ich mega. Und ja, ich bin auf den zweiten Teil gespannt und mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch gar nicht sagen, außer wer mal Bock hat auf eine Engelsgeschichte, wo die Engel die Bösen sind. Schaut euch Angel Fall an. Ich mochte es und ich glaube, ich lese es dann auch nochmal, bevor der zweite kommt, weil es einfach ein richtig, richtig cooles Buch ist. Ja, I like it! Ich empfehle es euch. Lest es. Angel Fall. Wuhu! Mehr kann ich zu diesem Buch auch gar nicht sagen. Da ich ja die Videos versuche, kürzer zu halten, kommen wir jetzt zum vierten und letzten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar war das mein Gestaltenwandlerbuch von diesem Monat, Scherben der Hoffnung. Das war mein letztes Gestaltenwandlerbuch erstmal. Ihr bleibt die nächsten Monate davon verschont bis Dezember. Dann kommt der neue Band, aber danach seid ihr ja auch wieder verschont. Also wir haben es jetzt geschafft. Ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand, was die Gestaltenwandlerreihe betrifft, nach über einem Jahr. Und wuhu, ich freue mich so. Und was soll ich zu diesem Buch sagen? In diesem Buch geht es erstmal um den Feigardisten Aiden und die Feigardisten Zaira. Wir befinden uns hier am Anfang in einer Szenerie, wo die beiden entführt wurden und versuchen zu fliehen und zu überleben und bekommen dann auch Hilfe noch von anderer Stelle. Und das Ganze entwickelt sich dann aber während der Geschichte in eine ganz, ganz andere Richtung, wo es dann noch darum geht, dass hier ganze Rassen gegeneinander stehen und kämpfen und man versucht, das alles wieder in Ordnung zu bringen und Intrigen und ach, überhaupt. Und ja, dazwischen hängt halt die Liebesgeschichte zwischen Aiden und Zaira. Ich muss sagen, die Liebesgeschichte ist hier nicht ganz so kurz gekommen wie bei, muss ich gucken, Einsame Spur. Aber es war auch wieder sehr, sehr viel Inhalt und sehr, sehr viel Handlung, was auch völlig in Ordnung ist, weil ich habe mich auch bis kurz vorm Ende dann noch gefragt, oh mein Gott, wie wollen die das alles jetzt noch auflösen? Dieses Buch hat jetzt gerade nur 60 Seiten. Okay, aber sie hat es geschafft. Also die Autorin hat es wirklich geschafft, zum Ende hin alle Fragen zu klären, alles aufzulösen, dass man an einem Punkt ist in der Geschichte, wo man sich fragt, okay, entweder die Welt schafft es oder die Welt schafft es nicht. Da müssen sie sich jetzt für entscheiden. Und ich fand's gut. Es hat mir wieder richtig gut gefallen. Ich mochte den letzten Teil in dem Sinne wieder richtig, richtig gern. Ich mochte Aiden als Protagonist richtig gern. Ich mochte Zaira als Protagonistin ist ja, eigentlich ist ja Zaira die Protagonistin und Aiden ja nur der Hauptcharakter. Das ist ja auch egal. Auf jeden Fall mochte ich die beiden unheimlich gern. Die haben ein super Paar für mich abgegeben und auch was am Ende dann noch rausgekommen ist mit Aiden und seinen Fähigkeiten und ach, es war alles so gut und so toll und so spannend und ich liebe diese Reihe einfach und ich mag sie immer noch so gern und ich empfehle sie immer noch jedem, der Bock auf Gestaltenwandler, Mediale und Menschen hat. Es ist einfach eine wahnsinnig coole Welt, die Naline Singh hier erschaffen hat und ich freue mich jetzt richtig, richtig doll auf den nächsten Teil, der heißt Der letzte Schwur, der im Dezember kommt. Und ich vermute ja, dass in dem Teil wir einen Sprung machen in der Zeit, so vielleicht so 10, 20 Jahre in die Zukunft. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Zum Schreibstil brauche ich auch, glaube ich, wieder nichts sagen. Ich liebe den Schreibstil von Naline Singh. Ich liebe die Welt, die sie erschaffen hat. Ich liebe die Charaktere, die sie in dieser Welt erschaffen hat. Mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch gar nicht sagen, außer es hat mir wieder richtig gut gefallen und ich bin einerseits jetzt froh, dass ich erstmal mit der Reihe soweit durch bin, dass ich jetzt nicht mehr den Druck habe, ich muss da jetzt noch ein Buch lesen nächsten Monat, aber ich bin auch irgendwie traurig, dass ich jetzt durch bin, weil man gewöhnt sich ja irgendwie sehr schnell dran an diese Welt und an diese Charaktere. Und man freut sich ja dann auch immer jeden Monat wieder ein Buch zu lesen und ja, jetzt bin ich fertig und freue mich jetzt auf Dezember. Das waren meine letzten vier Bücher, die ich gelesen habe. Es waren wirklich vier richtig gute Bücher, muss ich sagen. Und es waren vier Bücher, die mir unheimlich gut gefallen haben. Auch wenn sie komplett einmal durchgemischt sind vom Genre und vom Inhalt und von allen. Aber sie haben mir richtig gut gefallen und
wer wirklich mal ein richtig gutes Buch braucht, um sich vielleicht auch mal aus einer Leseflaute zu holen oder so, dem würde ich auf jeden Fall Rock Kiss oder halt Angel Fall empfehlen, weil diese Bücher kamen ja, gut, Angel Fall ist ja sowieso Band 1, aber Rock Kiss kann man auch unabhängig von den anderen beiden Teilen lesen. Also von daher, wer mal ein gutes Buch braucht, sollte sich eins von diesen beiden Büchern auf jeden Fall angucken. Sie sind wirklich so, so gut und I like it, I love it. Ich finde alle vier Bücher gut und ich freue mich jetzt schon weiterzulesen und dass ich meine kleine Mini-Leseflaute überwunden habe. Und ja, das war's jetzt auch von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.